Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück oder eben neu auf meinem Kanal. Für diejenigen unter euch, die mich nicht kennen. Hi, mein Name ist Katrin und ich habe wieder bei Stevana zugeschlagen. Und ich dachte, ich muss so lachen, weil ich habe gerade den Mean Adventskalender ausgepackt und habe hier meine Bestellung von Stevana gerade auf meinem Schoß, die ein Bruchteil des Adventskalenders gekostet hat. Was heißt ein Bruchteil? Aber sie war auf jeden Fall günstiger wie der Mean Adventskalender. Und Leute, was soll ich euch sagen? Das ist voll. Und zwar mit großen Produkten. Oh mein Gott, shade on me. Aber wer Stevana nicht kennt, hat in meinen Augen definitiv etwas verpasst, weil Stevana ist wirklich ein grandioser Shop, was K-Beauty, C-Beauty, J-Beauty angeht. Ihr kriegt da geniale Preise, ihr kriegt tolle Originalprodukte und das wirklich mega reduziert. Ab heute bis zum 10.10., am 11.10. gibt es nämlich wieder den Adventskalender, der ist leider einmal raus. Also wer auch den Adventskalender möchte, ne, der kommt dann ab 11.10. wieder bei Stevana. Aber bis dahin, wenn ihr nicht warten könnt und ihr möchtet euch irgendetwas schnappen, Leute, gibt mein Rabattcode euch bis dahin 22%, was eine richtig coole Sache ist. Hohe Reduzierung, sowieso richtig coole Angebote. Also ihr könnt da echt was abstauben. Vielleicht habt ihr den Adventskalender auch gesehen und euch hat nur das ein oder andere Produkt gefallen aus dem Kalender. Dann könnt ihr jetzt quasi euch nur diese Produkte nachschnappen, wenn ihr nicht gleich den ganzen Kalender kaufen möchtet und könnt darauf, wie gesagt, bis zum 10.10. einfach mal von heute an 22% mit meinem Code INF10KATRIN sparen. Finde ich eine richtig klasse Sache. Und naja, Leute, was soll ich euch sagen? Ich bin selbst ein kleiner Stevana-Shopper und kaufe mir da unheimlich gerne, super gerne meine Produkte, die mich interessieren, die ich spannend finde, weil das ist halt einfach so Korean Beauty und diese ganzen Geschichten. Ich bin da super, super interessiert dran, super neugierig, teste unheimlich gerne diese Produkte aus. Wir haben wirklich, was Stevana angeht, ich muss das echt mal klipp und klar sagen, so heftig gute Preise, die einen auch immer so ein bisschen verführen zuzuschlagen. Und ich habe es euch beim Adventskalender schon gesagt und da muss ich hier gerade so ein bisschen wühlen. Ich habe hier nämlich auch Produkte, und das habe ich euch halt schon gesagt, von Stevana drin, von der Marke Nambuzin. Und da habe ich euch beim Adventskalender schon direkt einen vorgeschwärmt. Das steht nämlich bei mir im Badezimmer. Also das hier ist einmal nur noch die leere Verpackung. Schaut da gerne beim Unboxing vom Kalender einmal vorbei. Da habe ich euch ein bisschen was dazu erzählt. Denn meine Packung hier ist sehr voll, deswegen möchte ich euch da nicht zu viel weiter zu quasseln. Auf jeden Fall ein tolles Serum. Nambuzin, eine tolle Marke. Und das Serum macht echt einen wahnsinnig tollen Hauteffekt. Ist Niacinamide, sind da mit drin und kann ich euch echt nur empfehlen. Wir kommen zum nächsten und auch da habe ich bei Nambuzin halt zugeschlagen. Das ist nämlich dieses Teilchen hier, die Nummer 2, eine Protein 43%iges Serum, so ein Creamy Serum. Einmal die Nummer 2 und die haben ja wirklich nur diese Nummern drauf und das ist so eine Creme in Serum. Also so 2-in-1 Produkt, was ich super, super spannend finde, was unsere Hautbarriere schützen soll. Und Proteine sind ja was für die Haut echt was Tolles. Ich hole euch das einmal raus, dass ihr auch das gesehen habt. Und schnapp mir das hier einmal raus, ne? Das sieht so aus. Und im Gegensatz zu der Nummer 3, die ja auch mit einer Pipette daherkommt, ist das jetzt so ein richtiges Serum zum Pumpen. Ich habe euch auch, und die kann ich euch auch empfehlen, die Nummer 6 auch schon mal gezeigt. Das ist ein Serum, oh mein Gott, das ist wie eine Maske, wenn ihr das macht. Also da braucht ihr keine Maske mehr machen, da packt ihr euch das Serum drauf und es spürt sich einfach an, so hydratisiert eigentlich wie eine Ampulle, wie eine Tuchmaske. Also wahnsinnig toller Effekt, Sofort-Effekt. Ich bin gespannt,
wie das Serum hier einmal ist. Und auch das ist einmal mitgekommen. Achso, sollte ich vielleicht dazu sagen. Nein, das ist kein PR. Das ist wirklich das, was ich mir gekauft habe. Und das wollte ich gerade nur mit euch teilen. Und dann halt in Kombination, damit ich euch auch den Code von 22% weitergeben kann. Ne? Also nicht, dass ihr euch wundert. Ich möchte da ganz offen mit euch sein. Ne? Mein Rabattcode ist natürlich ein Affiliate-Link. Das ist ja auch unten in der Infobox auch markiert und alles. Aber das sind wirklich Produkte, nicht zugeschickt, sonst irgendwas. Die habe ich mir selbst gekauft. Ne? Mache ich gerne bei Saivana. Ich weiß nicht, ob ne? Nur nicht, dass es irgendwie zu Missverständnissen kommt. Ich habe auch weiter zugeschlagen und ich muss hier einmal, hier ist so voll, ne? Ich muss mich einmal ganz nach unten durchwühlen. Da ist nämlich eine coole Sache und da müsst ihr bei Saivana auch so ein bisschen auf der Lauer liegen. Denn die haben immer bestimmte Aktionen und die benutze ich halt super gerne auch, wenn ihr einen bestimmten Betrag bei einer bestimmten Marke ausgebt, so wie jetzt bei Nambuzin. Kriegt ihr nämlich etwas gratis dazu. Und das habe ich genutzt und habe mir hier noch eine Maske dazu geschnappt, damit ich auf meinen Wert kam. Finde ich super interessant, super spannend. Ist eine SOS Icy Soothing Maske. Die soll schön kühlend sein. Ich bin da sehr gespannt drauf. Die ist, Leute, hört man das? Wir müssen ASMR machen. Katrin, ruhig sein dafür. Vielleicht hört ihr das. Die ist so prall gefüllt mit Serum. 27 Milliliter. Super neugierig drauf. Die ist noch reingewandert, ne? Damit ich noch was Günstiges dabei packen. Ich hätte auch ein anderes Serum nehmen können, aber ich fand die zwei Serien halt super spannend. Deswegen habe ich die noch mitgenommen, um quasi mein gratis Produkt abzustauben. Und das sind einmal diese hier. Und das sind einfach drei Masken an der Zahl. Vier Stück an der Zahl, die man auch so natürlich kaufen kann. Und richtig cool, die Nummer 3, ne, wie unser Softening Serum, also passend zu diesem Softening Serum, als Tuchmaske nochmal. Wird auch Niacinamid dann mit drin sein. Ich muss mich einmal hier kurz durchstöbern, ich bin noch bei euch. Bifida-Ferment ist mit drin, Niacinamide, wie bereits erwähnt, sind auch mit drin, ne? Alles, Rosemary ist mit drin, richtig coole Sachen und wie gesagt, die gab es dann halt, und wie gesagt, die gibt es dann halt einfach mal so gratis mit dazu. Da muss man einfach so ein bisschen schauen, wie man dann dran kommt, ne? Aber vier Masken finde ich schon mal sehr, sehr cool, dass man die einfach gratis dazu gibt. Dann, oh, das sollte ich vielleicht auch erwähnen, je nachdem, welches Level ihr habt, und ich sage das immer dazu, macht an diesem Mitgliederprogramm teil. Ihr müsst eigentlich nichts machen, außer bei Saivana angemeldet zu sein, dann folgt ihr Saivana zum Beispiel auf Instagram oder ihr macht euren ersten Kauf und je weiter ihr dann halt kauft, umso weiter steigt ihr in eurem Level auf. Ich bin schon lange VIP und kriege dann immer automatisch Prozente. Ich kriege aber auch immer ein gratis Produkt mit dazu, also ein kleines Geschenk von Saivana und kriege auch immer ein Pröbchen. Ich glaube, die Pröbchen kriegt auch jeder, der dort bestellt. In dem Fall habe ich eins meiner liebsten Serien bekommen. Ich muss euch unbedingt mal so, das ist aber gar nicht so einfach so, nochmal ein paar Skincare-Favoriten, was so K-Beauty angeht, abfilmen. Aber eins sei schon mal vorweg erwähnt, das gehört dazu. Das ist ein wahnsinnig tolles Serum von Ionic. Gibt es in verschiedenen Varianten, ob mit Teebaumöl oder ne, je nach Präferenz. Hier, das ist mit Propolis und Vitaminen mit drin. Ein wahnsinnig tolles Serum, was eure Haut strahlen lässt, was so ein richtig... Ich sag's, es ist so leichtes Ölserum, aber das verleiht so eine tolle, weiche, geschmeidige Haut und einen richtig tollen Glow. Mag ich unheimlich gerne, ne? Dazu noch Wrinkle Care Anti-Falten einmal als kleines Pröbchen. Das werde ich dann nehmen, um das weiterzugeben, damit jemand anderes auch mal testen kann. Und dann gab es als gratis Geschenk, und da muss ich mich einmal hier gerade durchkämpfen, nämlich hier was sehr Interessantes. Da bin ich sehr gespannt drauf. Wirklich, das sind wir jetzt bei Sea Beauty. Ich kann die Marke nicht aussprechen. Sie steht nirgends drauf. Made in Thailand, Entschuldigung. Ist nicht Sea Beauty, ist hier aus Thailand ein Produkt. Was ich aber super spannend finde.
Und zwar für die Lippen, ne? Also ein Lippenpflegestift mit Menthol so ein bisschen drin. Super interessant. Kennt ihr noch Blistex? Gibt es Blistex eigentlich noch? Die waren doch auch immer so mit Menthol. Daran erinnert mich das. Und die fand ich früher immer so toll. Das war das Einzige, was so bei meinen gerissenen Lippen damals geholfen hat. Finde ich sehr, sehr spannend. Und das halt auch einfach mal gratis mit dazu. Dann geht es weiter. Und das ist auch so ein kleiner Abstaubemoment. Den muss ich euch einfach noch mal zeigen. Ich musste sehr lachen, denn ich habe mir den Toner schon mal bestellt gehabt. Im Angebot. Also da habe ich nicht einen guten Schnapper gemacht, denn ihr könnt immer am Ende von eurer Bestellung im Einkaufswagen sind Angebotsartikel und da könnt ihr euch was rauswählen und da hole ich mir immer den Lucky Draw einmal, nicht immer, aber meistens einmal für Toner und einmal für Pflege und sogar dekorative Kosmetik gibt es da. Und ich habe mir natürlich Toner mitgenommen und habe einmal von Farmstay diesen Grape Steam Cell Toner bekommen. Und das ist ein schöner Toner. Oh mein Gott, er ist echt richtig, richtig nice. Der ist so hochwertig, Leute. Der kommt in der Glasflasche. Der sieht wunderschön aus. Und war aber halt, wie gesagt, warum ich sage, das war jetzt kein guter Schnapper, weil der im Angebot war damals für, ich habe euch da auch ein Video gefilmt, ich glaube 5 Euro oder so. 6 Euro war der? Der war nicht über 10 Euro auf jeden Fall. Und ich habe jetzt 10 Euro für bezahlt. Freue mich aber, habe ich ein bisschen Nachschub, 130 Milliliter. Immer noch, ne? Also man braucht hier nicht über Preis-Leistung reden. Das sind immer noch richtig gute Preise. Wenn man den zum Beispiel woanders schaut, wobei Farmstay halt eine günstigere koreanische Marke ist, aber woanders kosten die Sachen halt teilweise echt noch viel, viel mehr. Dann habe ich hier, und da habe ich jetzt wieder ein Schnäppchen geschlagen, mir mitgenommen halt Skincare-Produkt und habe bekommen einmal das hier. Und das ist für 5,99 wirklich ein Schnapper. Ist von Sun by Me 100 Milliliter eine Cereal Pore Foam Scrub. Ein Foam Scrub. Healthy Cleansing and Scrub. Also ein Glänzer, der gleichzeitig auch ein bisschen peelend ist. Mit, ich glaube, Walnuss ist hier mit drin, so Walnussschale, ne? Was dann wahrscheinlich diese Peeling-Partikelchen sind. Sun by Me, eine Marke, die ich unheimlich gerne mag. Ich mag diese Marke und freue mich da sehr drüber. Wie gesagt, für 5,99 war das auf jeden Fall ein Schnäppchen. Und auch bei Tonern habe ich wirklich schon krasse, krasse Schnäppchen geschlagen. Was sowieso ein Schnäppchen ist und ein unheimlich guter Cleanser. Oh mein Gott, ich habe meine Arbeitskollegen, beziehungsweise auch Kolleginnen und Kolleginnen, liebe Grüße Tommy, müssen mit mir manchmal echt was mitmachen. Ich sag's euch so, wie es ist, was ich denen manchmal einen an Ohr laber und denen auch Produkte dann, hier musst du probieren und sag mir deine Meinung und tralala, ne? War bei diesem Teilchen so, oh, Stylerana, wirklich, das sind wir wieder bei diesen kleinen Pröbchen, die einen anfixen. Wer kann sich an mein Aufgebraucht-Video erinnern? Da habe ich euch den reingehalten, habe gesagt, oh Leute, der ist so, so gut. Das ist ein Glänzer von B-Lab. Ein Matcha Hydrating Foam Cleanser, der grandios ist. Oh mein Gott. Und der ist gerade so günstig. Ich glaube, noch keine 10 Euro ist der bei Sylvana. 7 Euro oder so. Die Preise sind natürlich auch immer ein bisschen schwankend. Ich meine, könnte man jetzt zuschlagen, wie gesagt, mit den 22% ist natürlich auch nochmal eine coole Sache. Und ne, so kommt der daher. Ganz schlicht, einfach. Aber Leute, der ist so gut. Ich habe mittlerweile schon wieder diese Pröbchen aufgemacht und aufgebracht, weil ich den so toll finde. Der fühlt sich so klärend an auf der Haut. Ich meine, da ist auch ein bisschen Teebaumöl mit drin, was natürlich auch gegen Hautunreinheiten hilft. Unheimlich tolles Teilchen, Riesenempfehlung, gerade für den Preis, ein Knaller. Dann geht es hier noch weiter mit Teilchen und da wurde ich, ja, Mary and Kate, liebe Grüße Jen, aber Mary and May, oh Leute, die Marke hat es mir angetan, wurde ich von Stylevana auch höchst persönlich drauf angefixt. Ich habe ein bisschen zugeschlagen.
Ein bisschen. Einmal, das ist alles aus dieser, ja, von dieser Marke und ich finde die echt gut. Und ich konnte an ein paar Sachen einfach nicht vorbei. Und es war so schwer, mich zu entscheiden. Diese Maske gab es bei einem bestimmten Wert, den ich dann ausgegeben habe, gratis für, was heißt gratis, nicht gratis, 1 Euro hat sie extra gekostet und ist hier einmal die Blackberry Complex Glow Wash-Off Pack Maske, also eine kleine Maske zum Ausprobieren, wie gesagt, dann für 1 Euro mit 30 Gramm drin, da kommt man ja bei Masken auch eine Zeit lang, ist mit so Blaubeeren mit drin für Anti-Aging, einmal in schlichtem Schwarz hier. Bin ich super, super gespannt drauf, wie die ist. Ich hätte am liebsten alle Masken mitgenommen. Leute, ihr kennt mich. Aber was ich so interessant fand, war halt, und deswegen habe ich mir da auch das Serum passend dazu mitgenommen, einmal dieses Teilchen hier. Also ich war tatsächlich, das darf man gar nicht sagen, ich war über dem Wert. Ne? Also ihr hättet nicht so viel ausgeben müssen wie ich, um an diese 1-Euro-Maske dran zu kommen. Aber ich wollte dann doch noch das und das und dann war ich gerade am Bestellen und dann ist halt so ein bisschen mehr reingekommen. Ne? Auf jeden Fall, Mary and May ist dann mitgekommen, passend dazu einmal dieses Serum hier. Und die haben auch verschiedene. Hier, das ist jetzt dieser Blackberry-Komplex, der mich super interessiert hat, ist für Youth and Glow. Und 20% Blackberry ist drin, parfümfrei, 30 Milliliter, ich meine auch vegan und sowas alles, ne? Auf jeden Fall hat sich das so gut angehört und ist ein hochkonzentriertes Serum mit diesem Blackberry-Komplex, der halt Anti-Aging sein soll und unsere Haut hydratisiert und glowing and brightening hinterlassen soll, also schöne Strahlkraft geben soll. Das Ganze auch richtig schön. Ich mag dieses Packaging davon sehr, sehr gerne. Kommt hier auch wieder in einer Glasflasche und fand ich super spannend. Deswegen das gleich passend zur Maske einmal mitgekommen. Dann bin ich schon länger um diese Maske rumgeschlichen, wenn ich mal wieder Hautunreinheiten habe. Ich meine, im Moment habe ich leider auch Allergie. Oh mein Gott, mein Körper, ich sag's euch, Leute, lasst uns nicht drüber reden. Auf jeden Fall habe ich hier so eine schöne Allergie. Da wird das Ganze nicht helfen, aber so vielleicht gegen kleine Pickelattacken wird das gut helfen. Ihr wisst das, ich bin Fan von Teebaumöl und das ist auch hier wieder enthalten. Dazu noch Sika und das ist eine Maske für sensible Haut auch gedacht, ne? Die halt dabei helfen soll. Und oh Gott, diese Tiegelchen, ne? Sind so schön. Sie sind so schön. Die habe ich noch nicht ausprobiert. Mary and May steht hier einmal schön auf dem Deckel drauf und sieht so aus. Ja, die Marke ist vegan. Steht hier einmal. Ich habe es gefunden. Ich war mir nämlich nicht sicher. Und ne, richtig toll gemacht einfach. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die ist, ob die gut ist, ob die meiner Haut hilft. Und ne, einmal die, wie gesagt, mit einem kleinen Spatel übrigens, den ich hier einfach unterschlagen habe, mit dazu. Dann ist aber auch noch mitgekommen, und das ist wieder das Thema, mich hat halt alles interessiert, einmal die zwei Reihen, ne? Und da gibt es übrigens dann auch Serum passend dazu, falls ihr da Interesse dran habt. Calendula Peptide Ageless Sleeping Mask. Sleeping Maske, ich mag es einfach, ich liebe Sleeping Masken. Alles, was mich im Schlaf schöner macht, her damit. Die ist mit 25 verschiedenen Peptiden mit drin. Und dann wollte ich unbedingt ausprobieren, weil ich gerade so ein bisschen auf meinem Niacinamide. Oh mein Gott, es bringt so viel für die Haut und deswegen bin ich da sehr drauf hängen geblieben. Zitrone ist ja auch so ein kleiner, ne? Da denkt man an Vitamin C und Aufhellung der Pigmentflecken. Habe ich hier noch die kleine mitgenommen. Das ist eine halt mit Niacinamiden für mehr Glow, ne? Die Sleeping Maske, Leute, oh, ich habe sie schon ausprobiert und ich zeige euch die mal, weil die ist so interessant. Und ich hatte im Minen-Adventskalender nämlich noch eine Maske aufgemacht und die hat mich auch so ein bisschen daran erinnert. Jetzt habe ich natürlich hier kein Calendula-Blatt rausgekriegt. Oh mein Gott, die fühlt sich so teuflegend an. Ist so eine Gel-Maske, die ihr euch aufgibt und da sind so richtige ja, diese Blättchen mit drin, die riecht übrigens auch mega gut. Und die darf hier ruhig mal, ich verreibe das mal auf meiner Hand, hier wird ja nicht verschwendet hier, ne? Ist sehr wässrig übrigens,
Also, wenn ihr die drauf macht, die ist wie Wasser auf eurer Haut. Sowas mag ich auch sehr gerne, was so richtig mit eurer Haut oder in eurer Haut reinschmilzt. Sehr, sehr cool. Einmal die hier. Wie gesagt, die anderen muss ich noch testen. Alles gleichzeitig ist immer so ein bisschen problematisch, gerade wenn man nicht so viel Zeit hat. Aber die schönen Dinge im Leben. Immer einmal so ein paar, wie war das? Die kleinen Glücklichmacher, ne? Dann ist noch mitgekommen und das fand ich einfach mega spannend und musste ich deswegen mir auch schnappen. Von Peach Sea etwas. Da habe ich auch ich wieder und mein Chaos. Okay, aus dem Yes Style Adventskalender 2021. Da war nämlich hier ein Puder mit drin, was ich auch gerne mochte. Und habe mir hier eine Make-up-Base mitgenommen, weil ich die sehr spannend fand. Auch diese heimisch, oh mein Gott, die habe ich aber hier griffbereit jetzt einmal für euch. Die mag ich ja auch so gerne. Die habe ich euch, glaube ich, in meinem letzten Haul einmal gezeigt, beziehungsweise meinen Hauls. Und jetzt wollte ich mal hier die auch ausprobieren. Die ist, ne, mit so einem leichten Glow mit drin. Das sieht man auch sofort, so einen leichten rosa Glow tatsächlich. So sieht man es, glaube ich, ne? Seht ihr das? Und die riecht einfach nach Pfirsich, Leute. Oh, meiner Hand geht es heute wieder gut, aber die zaubert echt einen tollen Glow. Schaut euch das mal an. Sieht richtig to toll aus. Schön durchfeuchtet die Haut. Ich meine, gut, die hat jetzt auch noch die Sleeping-Maske einmal mit runter. Der Geruch ist so toll. Die riecht so schön nach Pfirsich. Und auch dieses Puder, was ich immer noch nicht in meinem Chaos entdeckt habe, riecht nämlich auch so schön nach Pfirsich. Mag ich unheimlich gerne. Und auch das einmal hier mitgewandert. Ich muss Gas geben, denn ich habe hier noch was. Und das war so ein bisschen. Ihr wisst das vielleicht, ne? Ich gucke ja auch super gerne so koreanische Serien und so. Und die bauen das immer so schön in ihre Serien ein. Und dann werde ich tatsächlich auch durch Serien einfach angefixt auf bestimmte Produkte. Ich wollte eigentlich noch die Creme mitnehmen, bin aber bei den anderen Sachen so eskaliert, dass ich nur die Augenpads mitgenommen habe. Ich bin ja ein Freund von Augenpads. Ich liebe Augenpads und ich liebe diese Tiegelchen und ich wollte die einfach ausprobieren, weil sie die in der Serie halt drin hatten und die so geschwärmt haben und dann standen die so schön und ich dachte, oh, mal gucken, ob es die gibt und ja, bei Stylevana fündig geworden zu einem coolen Preis. Salmon und Peptide sind hier einmal mit drin. Hydrogel, Augenpads, die sind natürlich nicht vegan, weil da ist ja hier Lachs, ne? Salmon ist ja Lachs, also so Fischpeptide-Kram drin. Die Verpackung. Leute, Leute, versteht man mich ein bisschen? Packaging-Opfer ist hier einmal mit dabei. Ich bin gespannt, wie die sind. 8 verschiedene Peptide einmal hier enthalten. Sehr gespannt drauf von Ean Lip Beauty übrigens. Hier vorne steht es auch einmal drauf. Dann könnt ihr euch, ich spreche die Namen wahrscheinlich meistens auch eh falsch aus, davon abgesehen. Auf jeden Fall sind die noch mal extra verschlossen, ne? Ich meine, 60 Stück sind drin, also für 30 Anwendungen einmal die noch mitgekommen. Muss mal gerade schauen, ne? Sind quasi 15, 16. Wenn ich die Masken einzeln zähle, sind wir noch bei mehr Produkte hier drin für so einen krassen Preis. Also ihr kommt da echt, ne? Wie gesagt, schaut da immer so ein bisschen, was gibt es gerade gratis und vielleicht da ein bisschen nachschauen als kleinen Tipp. Nutzt natürlich die Rabattcodes, nutzt gerne, da freue ich mich immer drüber, mein Rabattcode und jetzt gerade auch für 22% ist immer richtig, richtig cool. Also schaut da gerne, nutzt gerne die Codes, aber ich finde, Leute, da kriegt man richtig was für sein Geld. Also wirklich tolle Produkte für einen Knallerpreis, die man sich selbst dann auch so ein bisschen aussuchen kann. Natürlich ist immer so eine Sache, ne? Ich mag auch gerne Adventskalender, einfach um mich durchzutesten, neue Produkte kennenzulernen, die ich vielleicht nicht so auf dem Schirm habe und mir deswegen einfach nicht schnappe, wie manche Porenstrips für die Nase, die ich mir zum Beispiel auch nie gekauft hätte. Aber ihr seht schon, hier ist ganz schön was los für einen Knallerpreis. Wie gesagt, jetzt noch bis zum 10.10. 22% auf die Produkte. Denkt aber auch dran und haltet euch das vielleicht noch ein bisschen im Hinterkopf. 11.10. gibt es dann auch wieder den Stylevana Adventskalender. Da könnt ihr natürlich auch gerne meinen Code nutzen. Der gibt dann aber wieder nur
15% auf den Adventskalender. Vielleicht genau den Übergang nachts schaffen, dann klappt es vielleicht. Aber ich meine dann 15%, wenn es den Adventskalender wieder gibt. Und ihr Lieben, ganz viel Geschnatter, ganz viele neue Sachen. Ich habe ja auch fleißig aussortiert. Zwinker. Neuer Platz für neue Sachen. Und ich hoffe, ich konnte euch hier wieder so ein bisschen was zeigen, was euch interessiert hat. Und vielleicht auch das ein oder andere Schnäppchengeschäft, ne, ist mit dabei, was euch natürlich dann auch weiterbringt. Und verabschiede mich an dieser Stelle bei euch. Wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen oder eben Mittag. Je nachdem, wann ihr gerade schaut. Viel Spaß vielleicht beim Shoppen und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal, ihr Süßen. Macht's gut. Tschüssi.